Mahlzeit Leute, heute gibt es was richtig Schönes, Gesundes. Ihr seht, alles schön bunt hier vor mir. Wir haben frische Champignons, eine Zucchini, Paprika, Frühlingszwiebeln, Feta, Kichererbsen, frische Minze, Couscous und eine kleine, noch nicht fertige Joghurtsoße, die wir auch zusammen machen werden. Wir fangen jetzt gleich als erstes mit dem Couscous an. Der kann dann einfach vor sich so ein bisschen hinziehen, während wir den Rest zubereiten, um dann hinterher alles zu kombinieren. So, für den Couscous habe ich mir hier schon ein bisschen kochendes Wasser vorbereitet. Nehmt einfach so viel ihr ungefähr glaubt. Ich habe da auch keine genaue Maßangabe davon. Das ist wie bei Reis, es wird meistens eh zu viel. Also schüttet einfach ein bisschen Wasser in eine Schale. So viel wie ihr glaubt. Dann kommt einfach ein bisschen Salz dazu. Ja, und dann gießt ihr das Ganze einfach mit dem kochenden Wasser auf, so lange bis oben so ein bisschen so eine kleine Schicht Wasser übrig bleibt. Sollte schon gut sein so. Dann legt ihr einfach nur einen Deckel darüber, ja, dass das Ganze so ein bisschen vor sich hinziehen kann. Und dann war es das schon mit dem Couscous. Während unser Couscous jetzt vor sich hinzieht, starten wir mit unserem Gemüse. Im Prinzip gibt es da jetzt meiner Meinung nach keine richtige Reihenfolge, kein richtig oder kein falsch. Schneidet euch das einfach alles schön klein, ja, wie ihr das im Endeffekt wieder macht, ob ihr Würfel haben wollt, ob ihr ein bisschen größere Stücke haben wollt, das überlasse ich euch. Ich nehme hierfür gerne Frühlingszwiebeln, dann schmeckt das Ganze so ein bisschen frischer als mit normalen Zwiebeln. Könnt aber auch genauso gut die normalen Zwiebeln benutzen. Weiter geht's dann hier mit der Zucchini. Auch die schneidet euch, wie ihr das am liebsten mögt. Für mich ist es hier für diese Geschichte am besten in so halben Scheiben, ja. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Schneidet euch das einfach schön ab. Wenn die Zucchinis fertig sind, wenden wir uns der Paprika zu. Ihr könnt auch hier beliebig weiteres Gemüse natürlich hinzufügen. Wenn ihr sagt, oh, ich habe keine Lust auf Zucchinis oder mag ich nicht, dann könnt ihr vielleicht Auberginen noch mit dazu packen oder weiß der Geier was. Alles, was euch einfällt. Ja? Ich finde nur, das ist so die beste Kombination. Auberginen mache ich manchmal noch zusätzlich mit da rein. Habe ich jetzt allerdings keine schönen gefunden. Das kommt dann auch immer ganz drauf an. Und falls ihr euch wundert, die habe ich natürlich alles vorher schon gewaschen. Deswegen muss ich das jetzt nicht mehr waschen. Ich packe das nicht ungewaschen hier rein. Weil leider ja irgendwie immer alles gespritzt wird mit sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja trotzdem da drin. Aber man muss ja dann eigentlich auch noch das, was außen an der Schale so noch hängt, unbedingt sich mit reinziehen. Deshalb immer schön alles vorher waschen. Die Pilze ein bisschen putzen, das dient ja nur dazu, da man nicht ganzen Dreck im Mund hat. Könnte ein bisschen sandig schmecken sonst, aber gerade bei Paprika immer schön waschen. Sind auch die Paprikas fertig geschnitten, kommen wir zu unseren Pilzen. Einfach vierteln reicht völlig aus, finde ich, weil die werden ja eh immer noch ein bisschen kleiner. Und da Pilze ziemlich geil sind, möchte man auch ein bisschen was davon haben und nicht nur so zwischendurch mal das Gefühl haben, oh, da könnte ein Pilz sein. Ja, seht ihr, das meinte ich mit dem Saubermachen. Hier habe ich nicht vernünftig sauber gemacht. Deshalb ist das für mich das Beste, die so zu vierteln, um einfach da so ein bisschen drauf beißen zu können, auch noch hinterher. Wenn wir die jetzt gleich geschnitten haben, geht es auch schon in die Pfanne und wir können nach und nach unser Gemüse anbraten. Ja, fangen an mit den Frühlingszwiebeln, dann packen wir die Paprika mit dazu, die Zucchini und zum Schluss die Pilze. Dann kommen hinterher noch die Kichererbsen dazu mit rein. Und wenn das Ganze eigentlich schon fertig ist, dann kommt zum Schluss noch
unser Feta mit drauf, weil der einfach sonst komplett wegschmilzt. Deshalb den einfach komplett zum Schluss noch mit untermengen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich in der Pfanne. So, die Kamera hat leider gerade nicht so mitgespielt, wie ich das wollte, aber jetzt haben wir hier unsere Zucchini und die Frühlingszwiebeln in der Pfanne mit einem Schuss Olivenöl. Können jetzt hier die Paprika schon mit dazugeben. Und das Ganze einfach weiter noch ein bisschen so anbraten, dass wir hier eine schöne Farbe bei beiden bekommen, beziehungsweise das Gemüse einfach ordentlich Röstung bekommt. Ja, was heißt Röstung, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach schön durchgeht. Während auf der einen Seite hier unser Paprika, Zucchini, Zwiebelmix fröhlich vor sich hin brät, kümmern wir uns hier einmal um ein bisschen Knoblauch. Ja, den bekannten eingelegten von mir aus dem Glas. Einfach in kleine Würfel, Scheiben, Streifen, wie man es auch nennen mag, schneiden. Dann nehmen wir uns den geschnittenen Knoblauch und schmeißen den einfach hier an die freie Stelle mit rein. Lassen den dazu einfach schön ein bisschen goldbraun anbraten, ein bisschen Farbe bekommen, damit das Aroma sich ordentlich entwickelt. Gut, während hier unser Gemüsemix vor sich hin brät, können wir schon mal die Kichererbsen mit da reinschmeißen. Die müssen ja auch ein bisschen weich werden. Ja, die sind ja relativ hart. Ich habe jetzt hier auch welche aus der Dose genommen. Man kann Kichererbsen natürlich auch frisch, in Anführungszeichen, beziehungsweise getrocknet sich besorgen. Die muss man dann allerdings erstmal in Wasser einlegen und die aufquellen lassen, und das dauert natürlich alles ein bisschen länger. Und die aus der Dose, die sind auch wunderbar. Also da kriegt man echt ziemlich gute, und dann ist das auch völlig in Ordnung. Da braucht man jetzt nicht sich noch die Mühe machen und die 24 Stunden in Wasser einlegen oder weiß der Geier was. Ich habe das auch noch nie gemacht tatsächlich. Ich nehme einfach immer die aus der Dose, das ist einfacher und genauso gut. So, zu unseren Kichererbsen kommen dann jetzt auch noch unsere Pilze mit rein. Die können wir auch einfach hier schön so ein bisschen versuchen mit unterzumischen. Und dann lassen wir die auch richtig schön einkochen hier mit in die ganze Gemüsesuppe. Während die ganze Geschichte hier vor sich hin köchelt, widmen wir uns schon mal unserer Joghurtsoße. Ja, mit frischer Minze, schönen Gewürzen, ein bisschen Zitrone, Chili, die wir dann hinterher über unser ganzes Gericht drüber geben. Ihr braucht doch gar nicht viel, um die Joghurtsoße perfekt zu machen. Und zwar reicht einfach ein Spritzer Zitrone. Bisschen Kreuzkümmel. Ich habe hier ein bisschen Knoblauchpulver. Auch hier könnt ihr frischen Knoblauch natürlich verwenden. Bisschen Zwiebelpulver. Dann haben wir hier unsere schönen getrockneten Chilis. Und dann nehmen wir uns hier von der schönen Minze einfach ein paar Blätter ab. Hacken die schön mit klein. Oh, das riecht schon unglaublich gut. Also Minze hat ja auch echt immer so einen richtig, richtig krassen Geruch. Sobald man die irgendwie anfasst, wird da alles frei, was irgendwie existiert. Und alles riecht einfach nur noch nach Minze. Deshalb nehmt auch nicht zu viel. So. Rühren wir das Ganze hier schön um. Salzen das noch. Pfeffer.
schon, haben wir eine ordentliche Joghurtsoße, die wir da oben drüber geben können. Als A, wunderbar. Wenn das Gemüse dann durch ist und ihr mit der Geschmacksnote zufrieden seid, ja, wenn alles schön gewürzt ist, wenn ihr sagt, kann man so essen, dann geht's auch schon ans Servieren. Unser Couscous hier ist ordentlich fertig geworden. Ja, hat sich hier fast ja, mehr als verdoppelt von dem Volumen. Ja. Dann nehmen wir einfach eine schöne Schüssel, machen uns hier ein bisschen was von dem Couscous rein. Schnappen uns was von dem Gemüse. Nehmen unser schönes Joghurtdressing und unseren Feta. Ja. Wie gesagt, ich würde den immer hinterher drüber machen, weil ihr sonst einfach das Problem habt, dass der einfach komplett schmilzt. Ja. So. Dann nehmt ihr euer Joghurtdressing. Gebt davon hier schön was drüber. So viel wie ihr mögt. Wenn ihr es dann servieren wollt, macht er noch ein bisschen schön. Hier so ein paar Minzblättchen mit drauf. Und schon ist unser Couscous mit Gemüsepfanne und Feta fertig. Wenn euch das Ganze im Sommer zum Beispiel zu warm ist, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gut als kalten Salat machen fürs Grillen oder was auch immer ihr vorhabt. Schmeißt es einfach komplett zusammen in einen Topf, lasst das Ganze auskühlen, packt es in den Kühlschrank und dann habt ihr wirklich einen richtig, richtig schönen, leckeren, kalten Salat. Und damit würde ich sagen, guten Appetit, lasst es euch schmecken, viel Spaß beim Nachkochen. Ich werde mir das jetzt hier reinhauen, würde mich über einen Daumen hoch freuen, denn so weiß ich, ihr wollt mehr davon. Falls ihr irgendwelche anderen Sachen habt, die ihr gerne sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.